Der 16. September stand im Mondseeland ganz im Zeichen des traditionellen Bauernmarkts. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist der Mondseer Landwirtschaft das Wetter für ihre Vorzeigeveranstaltung hold. Wir haben erst zweimal in den 24 Jahren den Markt absagen müssen und die anderen haben jetzt mehr aus dem Wetter das Beste gemacht. Heute ist natürlich ein Glück und ein Geschenk, dass es so schön ist. Der Bauernmarkt Mondsee ist für die Bevölkerung und die Bäuerinnen und Bauern ein Fixpunkt im Mondseeland. Denn hier finden sich alle zusammen, kann man sich anschauen, was die Bäuerinnen und Bauern im Mondseeland produzieren. Das fängt an bei Schaf- und Ziegenprodukten, über die Milch, über wunderbare Mehlspeisen, Krapfen, Buffesen, hier bei den Tiefkühlbäuerinnen die Kuchen und Torten, die es gibt, aber natürlich auch frische Fische, Speck, Schnaps, was halt das Herz zu wünschen übrig lässt. Es bleibt kein Wunsch offen hier bei uns. Und selbstverständlich sind auch noch landwirtschaftliche Partner hier, die Schulen aus Altmünster und aus Vöcklabruck, die auch herzeigen, was die Schülerinnen lernen dürfen. Dresscode gibt's für den Bauernmarkt keinen, aber perfekt gekleidet kommt das Dirndl im Dirndl und der Wur in der Lederhose. Ideen und Anregungen gab's bei der Trachtenmodenschau. Die Tracht macht einfach die Bodenständigkeit der Menschheit aus im Bezirk Vöcklabruck. Wir haben ja die Trachtenerneuerung durchgeführt und es wurden eigentlich fast in allen Orten die Trachten erneuert bzw. die Bodenständigen erhalten und gepflegt. Gepflegte, abwechslungsreiche Unterhaltung, musikalische Auftritte, Handwerkspräsentationen. Der Bauernmarkt in Mondsee spielte alle Stückerl. Kommen Sie, wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang. Bauernmarkt in Mondsee, kann man sagen, ist sicher eine klasse Geschichte, gerade wie heute bei dem herrlichen, superschönen Wetter. Erstens einmal, man lernt oder sieht die traditionellen Sachen. Wir waren jetzt gerade oben beim Rauchhaus, wo die Vorführungen sind vom Dreschen und wo sie die Rose einspannen und so Sachen, die viele einfach gar nicht mehr kennen. Auch die Kinder, wirklich interessant, die ganzen selbstgemachten Sachen, was verkauft und da vertrieben werden. Sie dann sie alle präsentieren und man sieht einfach, dass die Bauernschaft wirklich ein sehr, sehr wichtiger Zweig ist in Österreich und ich glaube überall wirklich ganz eine tolle Sache. Ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Leute den Weg daher geschafft haben und es ist eine Drängerei, aber es ist einfach wunderschön. Es ist sehr abwechslungsreich, es gibt so viele Möglichkeiten da, also ich bin wirklich sehr gern da. Der Mondseer Bauernmarkt hat jede Menge landwirtschaftliche Leckerbissen. Wie das Schlaraffenland präsentiert sich ganz Mondsee. Ein Land, wo Milch, aber vor allem Honig fließen. Eine Limited Edition Edelhonig und die heißt Edition Basilika. Wenn da der Herr Pfarrer Wageninner nicht seine Finger mit im Spiel hat, wie ist denn das entstanden, Herr Pfarrer? Dieser junge Mann ist eines Tages zu mir gekommen und hat eben gefragt, ich habe die Tätigkeit mit Honigbienen aufgenommen und möchte gerne im Klostergarten Bienenstöcke aufstellen. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Wenn man junge Menschen in ihren Unternehmungen unterstützen kann, ist es sozusagen für mich eine heilige Verpflichtung, das auch zu tun. Und so arbeiten wir gemeinsam. Also Honig mit Gottes Segen, wieso ist der besonders gut? Ja, wir haben da vor langer Zeit aus der Klosterimkerei gegeben und wir haben gedacht, das könnte man wieder aufleben lassen. Und der Standard ist ideal für die Bienen und das macht das Ganze zu einem besonderen Honig. Wie im Bienenstock fühlte man sich auch auf dem Veranstaltungsgelände. So viele gut gelaunte Menschen auf einem Fleck und das bei freiem Eintritt. Sehr schön, das Ambiente ist wunderbar. Die Sonne scheint, also man kann sich nichts Schöneres wünschen. Und ich fahre immer wieder gerne nach Mondsee her. Die Leute sind sehr gemütlich, sehr einfach und es ist einfach schön. Es ist wunderbar, eine nicht wegzudenkende Tradition, die uns die Möglichkeit gibt, auch wirklich die Tradition in der Region zu leben und für uns alle ein Fest zu machen und auch alle Gäste entsprechend hier zu motivieren, wieder zur Tracht und zur Tradition Ja zu sagen. Der Mondseer Bauernmarkt, ein weiterer Grund, warum im Mondsee so viele sagen, ja, ich will.